Deutschland. I should never have come to Germany. Er ist überheblich. Germany is like Sauerkraut. Sauerkraut? You only like it if you've been brought up on it. Er ist unhöflich. Ich heiße Thomas Strobel. Wie heißen Sie? What's my name? It's no business of yours. Er ist arrogant. Your neighbor is talking to you. Haben Sie Urlaub in Deutschland gemacht? Ich spreche kein Deutsch. Never again. Sein Name? Walcott. Harry Walcott. Harry hat ein großes Problem. Guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 31. April, 7 Uhr. No. Did you hear that? Not again. Wednesday again. Mittwoch. Oh, perhaps they only have one day of the week in Germany. Mittwoch. Harry erlebt immer wieder den gleichen Tag in Deutschland. Ich sehe dich jeden Tag. Ich bin in einer Zeitschleife. Ein Tag, der sich immer wiederholt. Das glaubt ihm keiner. Herr Walcott, meine Kollegen übernehmen den Fall. Hilfe! Eine Abenteuerreise quer durch Deutschland beginnt. Harry muss wohl oder übel Deutsch lernen, um der Zeitschleife zu entkommen. Denn die wird zunehmend gefährlich. Finger weg! Hilfe, Nick! Is that blood on his shirt? Herr Walcott. Entdeckung, Harry! Get down, Harry! Runter! Tötet mich, Schwester! Herr Walcott, ganz ruhig. Morgen gibt es für Sie keine Zeitschleife mehr. Oh nein! Viel Glück, Herr Walcott. Nein. Viel Glück. Ob Harry der Zeitschleife entkommen kann? Lern Deutsch und finde es heraus. Harry, gefangen in der Zeit. Eine Produktion der Deutschen Welle.